Ja. Immer wenn man es nicht brauchen kann, sind die Geräte leer, ist die Batterie leer. Ja. So, hallo! Es ist jetzt Tag 2 mit dem Etikettieren. Es ist Montag, wie viel haben wir heute? Der 8. Juni. Wir haben etwas gebraucht. Gestern war Sonntag, da haben wir mehr Familientag gemacht. Ja, unsere tatkräftige Unterstützung gestern. Kilian hat mitgeklebt. Kilian war als Unterstützung mit dabei. So, wir sind hier in unserem kleinen Lager. Ja, und ich räume jetzt hier mal die restlichen Boxen aus, weil hier ist noch Sekt drin. Das ist Sekt und Grauburgunder Sekt, Gewürztraminer Sekt, der muss noch gemacht werden. Da hinten ist auch noch irgendwo eine Box. Das hier ist mal eine leere Box hier unten. Und da hinten ist die Traubensaftbox. Die muss noch fertig etikettiert werden. Und ja, es ist ein bisschen durcheinander gesetzt. Da hinten ist nämlich auch noch Traubensaft drin. Das gibt dann zusammen eine ganze Box. Das heißt, jetzt mal alles ausräumen, dass ich an die Saftbox ganz hinten im Eck komme. Kater hilft auch fleißig mit. Na, Balu, komm mal her. Balu, komm. Ja, Mau. Du Stinker. Jetzt heißt es wieder abstauben. Ist es immer schön zu gucken, dass hier die Ränder auf beiden Seiten fest sind. Die muss man dann immer ein bisschen nachdrücken und dass das Etikett dann auch halbwegs gerade drauf ist. Ansonsten muss ich nämlich dann ganz laut Halt rufen, dass der Jens dann mit der Etikettiermaschine stoppt, das mal kurz pausieren und das Ganze nachjustieren können, wenn da mit dem Leim was nicht stimmt. Immer wenn man es nicht brauchen kann, sind die Geräte leer, ist die Batterie leer. Ja, das wollte ich gerade hier abheben, weiter bin ich nicht gekommen. Aber muss ich jetzt laden, muss ich jetzt ein paar Minuten warten und ja, schätze mal so 20 Minuten und dann kann ich zumindest die Box abheben und dann werde ich das Teil noch vollständig laden.
Stapler hatte ich geladen, aber das hatte ich vergessen. So kann es passieren. Aber gut, okay. Na denn. Beide Lage sind immer die wichtigste. Wenn die nicht richtig sitzen und dann ist nachher die ganze Palette, also wird immer schiefer oder immer krummer oder man kriegt entweder außen eine Wölbung oder in der Mitte einen Buckel. Wenn das nicht 100% passt, die ersten beiden Lagen, und dann ist immer schlecht, die weiteren zu setzen. Deswegen gebe ich mir da gerade so viel Mühe, die so akkurat zu setzen. Das Beste kommt immer zum Schluss. Jetzt geht's in den Endspurt. Ich zeige euch gleich, was das noch ist. So, schaut es euch an. Euren Liebling ist wieder frisch etikettiert. Der Gewürztraminer Sekt. Und der Bruder dazu. Unseren Grauburgunder Sekt, den wir neu im Programm haben. So. Wir sind endlich fertig. Ja, Gott sei Dank. Maschine ist geputzt. Die Einzelteile liegen hier. Und können nur noch trocknen. Und bist du denn? Ja. Ah, so. Und wir werden jetzt den Abend noch etwas ausklingen lassen. Ja. Morgen ist Feiertag. Feiertag. Zumindest bei uns. Genau. Deswegen genießen wir jetzt noch ein Gläschen Wein. Den haben wir uns verdient. Ja. Wo wir heute etikettiert haben, ganz frisch, unseren Spätburgunder. Und werden uns dann gleich drin noch eine Kleinigkeit Leckeres gönnen. Ja. Ne? Schöne Grüße an den Gerd, an meinen Onkel in die Schweiz. Ist zwar nicht ganz so traditionell, aber ist heute Abend mal so richtig Lust drauf, euren Raclette-Käse, euren Original-Schweizer Raclette-Käse noch zu essen. Ja. Und wir kommen euch auch mal besuchen. Ja. Das hat alles ein bisschen länger gedauert. Wir haben zwischendrin noch ein Etikettierpäuschen gemacht. Ja. Es ist mittlerweile, steht die Maschine jetzt schon eine Woche. Und ja, aber jetzt ist alles durch. Ja, jetzt sind wir alles durch. Wir haben noch zwischendrin Feldarbeit gemacht. Und ja, das muss da auch sein. Das hat alles ein bisschen gedauert. Das mit dem Leim, das ist immer so eine Sache. Mit dem Anheizen und ja. Ja,
Ich quatsch zu viel. Ich will Feierabend. Feierabend, so. Noch ein Gläschen Rotwein trinken und leckeren Käse essen. Genau. Und also nochmal ganz kurz. Schönes verlängertes Wochenende. Schenkt euch Freude ein. Danke fürs Zuschauen. Ja, danke fürs Zuschauen und ja, bleibt gesund und dann würde ich sagen, tschüss. Hey, ich bin gerade am wieder einräumen, dann wollte ich euch nochmal zeigen, wie das aussieht, wenn es leer ist. Also, ich räume mal wieder ein, dann seht ihr dann, wie das aussieht, wenn es voll ist.